Also für mich war der Entscheid relativ schnell getroffen, dass ich hier in die Berge komme. Ich fahre sehr gerne Skifahren, bin viel auf dem Bike unterwegs, am Wandern und kann hier die Natur und die Berge enorm gut geniessen. Mein Name ist Andreas Pauli. Ich bin seit Anfang 2020 hier der Werksleiter von Seewis. Am Standort Seewis hat mich die Herausforderung extrem gereizt, weil die Komplexität der Produkte ist massiv höher als in den anderen Werken. Also wir haben bis zu 30'000 verschiedene Varianten, die wir im Montage zusammenbauen können. Und das macht es doch nicht ganz einfach mit den Abläufen von A bis Z, bis das Produkt entsteht und verpackt ist. Für als Werk Seewis hier in der Schweiz mit den hohen Lohnkosten zu bestehen, ist natürlich ganz klar, dass wir müssen mit absoluter Top-Qualität punkten. Also jedes Teil, das hier rausgeht im Verkauf, ist 100% geprüft. Und entsprechend, wenn es Dichtheit bestanden hat, wird erst der QR-Code und der Kleber montiert. Als absolutes Highlight haben wir in den letzten Jahren den Kugelhahn 546 Pro neu auf den Markt gebracht und das Butterfly Valve 565, wo wir den Metallmarkt richtig angreifen und durchstarten. Wir sind am Standort rund 160 Mitarbeiter. Ich muss jeden Tag Material malen, rote Teile, grüne Teile. Gelbe Teile, also die ganze Farbpalette, das muss teilweise mit Hand gemischt werden, aber auch maschinell. Und dann wird Material wiederverwertet, das wird auch geschrotet. Na, am Ende kommt dann ein schönes Kunststoffteil raus. Die Spritzgussform, dort geht es um Tausendstel, wo genau sein muss. Und wenn irgendwo ein kleines Hickli drin ist oder irgendwo ein Kratz, schlussendlich sieht man das ein Spritzteil. Und für das sind wir da. Wir müssen das Ganze genau anschauen. Wir haben mittlerweile über 500 Spritzgussformen. Also kann man sich vorstellen, wie genau das man sein muss und was alles dahinter steckt. Ich habe nicht die Aufgabe, um mit der Schublehre irgendwo Mass festzustellen oder so, sondern bei mir geht es mehr um den Prozess. Dort kann ich einfach so viel einwirken, dass ich effektiv probiere, die idealen Parameter zu verwischen. Also, dass man, wenn man das Werkzeug wieder aufspannt und wieder laufen lässt, den Artikel man mit den gleichen Parametern den gleichen Artikel herkriegt. Meine Aufgabe ist alles, was mit Automation zu tun hat. Also das heisst Roboter programmieren, SPS, alle Produkte zu automatisieren, sodass man es nicht mehr von Hand zusammenbauen muss, sondern möglichst automatisch. Das ist jetzt ein gutes Beispiel, der Barracuda-Hebel.
Da geht es zuerst in Planung, in Konstruktion. Dort sind wir dabei, nachher geht es auf die Maschine. Ja, einrichten und dann kommen eigentlich mehr zum Zug, die Automation am Schluss macht. Das sind wir eigentlich alle eine gute Zusammenarbeit. Ich bin Anlaufkontrolleur, mache dort Anläufe für die Spritzgussmaschinen. Die kommen alle zu mir rein, wenn sie fertig eingerichtet sind. Und so prüfe ich die Prüfe. Noch sehr optisch, dann mit der neuen Messmaschine da hinten und Bindenort, Formtrennungen. Wenn das alles gemacht ist, gebe ich dem Einrichter ein Feedback, bestens ein positives. Und dann ist es eigentlich für ihn und für mich auch erledigt, wenn es alles grüne Maß hat. Die Maschine prüft die neue Abspülklappe auf 100% Dichtigkeit. Das heisst, sie hat zwei Werkzeugträger, wo jeweils eine Abspülklappe draufkommt und dann so in die Prüfanlage reinfährt. Dann wird sie auf 100% Dichtigkeit geprüft, fährt hinten wieder raus, auch auf den Werkzeugträger bis raus, und dann wird sie etikettiert, Schlusskontrolle, dann ist sie soweit montiert. Ich mache 30 bis 40 Aufträge, verschiedene. Rechnet man Kugelhahn an mit Überwurf, mit Klebmuffa, dann Zwischenelemente dazu, Adapter und alles. Ich weiß nicht, das kann sie bis 17, 20 Teile meinen. Standard ist ein elektrischer oder pneumatischer mit Kugelhahn. Nicht mehr dazu. Das ist ein Standard und einfach. In letzter Zeit sind mehrere neue Produkte gekommen und wirklich ist unterschiedlich. Ich habe gar nicht gezählt, aber die Liste ist sehr lang. Ja, meine Aufgabe ist einfach, dass ich hier in meinem Bereich, vor allem in der Verpackung, für die Leute schaue. Die Arbeit bestellen, Prioritäten setzen. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist genau mein Arbeitstempo, das ich einsetzen kann und kann mich voll integrieren. Wenn ich ins Werk komme und ich sehe, mit welchem Engagement und welcher Fokussierung und Priorisierung Mitarbeiter an dem Produkt arbeiten und wollen Projekte und Verbesserungen vorantreiben, fasziniert mich das enorm. Also es ist hier ein innerer Drive, der seinesgleichen sucht, sage ich mal, und entsprechend können wir nur dank dem hochtechnische Produkte herstellen.